Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir ja das Hotel erkundet. Ich habe mir jetzt vorgenommen, einfach den Start immer hier zu machen. Ich habe mittlerweile ein neues Kabel für meinen Controller. Und auch mittlerweile habe ich vor, jetzt Dead Island immer nur 2 Stunden zu streamen. Nichtsdestotrotz, was ist unser heutiger Plan? Hauptstory weitermachen. Oder Nebenstory, wenn uns welche über den Weg läuft. Den Bereich habe ich mehr oder weniger vorher noch mal ein bisschen geklärt, aber da ist auch mal trotzdem noch mal eine neue Matschbühne gespawnt. Wir haben letztes Mal auch die richtig fiesen Zombies kennengelernt, die mit richtig fetten Muckis, die mir übelst aufs Fressbrett geben. Komm her, Kollege. In deine Scheißvisage. Ich hack dir auch gerne noch das andere Bein ab. Ich weiß, dass du noch in Ordnung bist. Danke. So, jetzt. Jetzt ist hier überall eine Zombie-Grütze. Ich wollte unter anderem gucken, ob eventuell jetzt hier ein spezieller Zombie ist. Damit ich hier eventuell die ein oder andere Tür öffnen kann, beziehungsweise Kiste. Tschüss. Bis meine Shurikens. Warum kam jetzt hier diese unheilvolle Musik? Ach so, weil du mir Medikit vorbeibringen wolltest, deswegen. Okay. Den Gedanken schätze ich mal wert. Mir gefällt es nicht, dass hier alles so dunkel ist. Ey, die Arme brauchst du nicht. Oh, Scheiße. Ach, aus den Luftschächten kommt ihr her. Der ist einfach in meine Klinge reingesprungen. Ja, jetzt kommt die Nachbarschaft. Die wollen mich nur grüßen. Ich gebe denen einfach eine Schelle nach der anderen. Von denen. Die wollen doch nur gucken, ob es mir gut geht. Also wie viele habe ich jetzt auseinandergenommen? Und bin dann selber noch mal runtergefallen. Vielleicht sollte ich hier nochmal hinkommen, wenn es Tag ist. Ich sehe echt gar nichts. Ich kann nicht zufällig die Helligkeit ein bisschen höher schalten. 20 Minuten später. Okay, ich glaube, hier ist jetzt gerade auch nicht der Schlüssel. Dann gehe ich zurück zu Emmas Haus. Hab zumindest nochmal geguckt. Ich dachte jetzt eventuell bei dem vorherigen Gebiet, da kam ja auch dieser Militär-Dude auf einmal, der vorher nicht da war. Ich versuche gerade zu blocken. Genau deswegen. Kann ich schön durchboxen. Nope. Ich will keine Zeitung kaufen, danke. Das gilt auch für dich. Wenigstens kaufen. Ich mag diese Te. Oh, weg, weg, weg. Irgendwie habe ich da was entzündet.
Geh ruhig in das Feuer rein, ich halte dich nicht auf. Da rein mit dir. Wir hinterfragen mal nicht die Physik dieses Kanisters, warum der trotzdem ausläuft. So, wo ist Freddy Boom Boom? Da ist Freddy Boom Boom. Ja, verpasst mir ruhig eine Hauptsache, du brennst. Das war nicht in meiner Absicht, aber ist willkommen. Der Kabeltyp. Warum ist er immun dagegen? Der Malma ist fast tot. Gegen dich komme ich am besten mit einer Waffe, die nicht elektrisch geladen ist. Ja, das zieht ihr viel mehr. Ich habe mich nicht verhört, hinter mir war auch einer. Alter, neuer Gegnertypus. Bleib liegen. Ich glaube, der verletzt sich damit auch selbst. Schockgeher. Schockgeher waren elektromagnetischen Feldern ausgesetzt, als die Autophage sie auf die Zellebene transformiert hat. Durch ihre Mutation verfügen sie eine Superkraft mit unfassbarem Potenzial. Ja, ab und zu machen die Elektrizität. Das hat mir eigentlich gerade sogar geholfen. Weil das dem Muskelheini übelst Schaden gedrückt hat. Und ich ihn wahrscheinlich nur deswegen einen Daumen bekommen habe. Alter, ich habe einen Katana. Warte mal, das war doch ein spezieller Typ hier. Bankschlüssel des Kabeltypens. Wir haben einen Schlüssel. Ich habe aber nur keine Ahnung, wo ich den verwerten muss. Karte. Ich will in die andere Richtung. Das ist die Wohnung vom Nachbarn, oder? Oder ist das tatsächlich Emmas Haus? Lol. Abkürzung. Hallo, ich bin zurück. Warte, Sequenz wahrscheinlich incoming. Ihr wisst ja. Bei Sequenzen nehme ich mich aus dem Bild. Yes, everyone. Carla's back. And she has a plan. Me. Ah, damn it. Still can't hear right. Oh, da liegt ein Bauplan. Ungewöhnlicher Nahkampfversänger-Mod. Den werde ich gleich noch ausprobieren, aber erstmal zu der einen runter. Wo ist die Frau? Ich habe jetzt gerade extra deswegen den Avatar nicht im Bild. An die Waffen kann ich mir ja gleich noch dran setzen. Killed as well. Forget it.
Sue's back and spoke to the CDC. Are they coming to rescue us? No, but there's a doctor in Santa Monica. We gotta get going. We? What's this we? My blood is the key to fixing all this crazy shit. Humanity's depending on it. Really? Once they make the vaccine, I'll get you some. No problem. But they need me to get there first. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. Hey, this is gonna be way more fun with friends. All of us together? We got a shot at making it. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, duh. But you can. I'm not the one he's totally crazy about. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam'd risk everything for me. You guys obviously have, you know, history. He had his chance. Real talk? He came back when the world fell apart. This is too big. I'm not doing anything till I've talked to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Let me handle it. But for real, Sam still loves you. I can sense these things. I can't be downstairs right now. So, sofort. Ich habe da eine neue Karte, aber erstmal will ich jetzt Bild zurück. So. Was ist denn das für eine komische Karte? Nur für Karl und Freunde. Fängst gerade erst an, wenn du in rascher Folge Angriffe blockst und dadurch Zombies Schaden erleidest. Erhältst du einen kleinen Schadenspunkt, der mehrfach gestartet werden kann. Ach, wieder mal 10.000 Mal blocken. Na gut, ein Schadensbooster, ne? Ich habe gerade meinen Chat aus dem Bild gepackt, weil der über den Chat Text da hing. Ist da eine Typ eigentlich jetzt hier? Robert insisted. Turns out the idiot did something useful for once. Ach, die Karten kann ich ja auch irgendwo finden. Okay. Frontangriffe haben sie für eine zusätzliche Gesundheit auf, sogar noch mehr. Könnte eigentlich ganz praktisch sein, wenn ich durch einen Konterangriff ein bisschen Gesundheit aufbooste. Aber mit einem Block die alle wegzuschubsen ist halt auch ganz geil. Ja, lieber beim Blocken ein bisschen mehr Leben bekommen. Ach stimmt, diesen Schrei habe ich bisher nicht einmal ausprobiert. Im Ernst, ich habe den wirklich bisher nicht auch probiert. Ach so, ein schönes Ambiente. So, den Flammenbot hätte ich gerne. Haben wir doch ein Flammenschwert lieber. Und die eine oder andere Waffe jetzt mal zu einer Flammenwaffe. Das Katana will ich auch als Flammenschwert sehen. Oh, das wird richtig schön. Ja, die Sicherung kannst du mir gerne mal alle verkaufen. Dann gib mir nochmal alle davon. Die Materialien kannst du mir auch jetzt haufenweise drücken. Geld krieg ich so irgendwie Heu. Und ich wüsste nicht, warum ich dir eine der Sachen verkaufen sollte. Die Axt kannst du mir meinetwegen noch ruhig verkaufen. Eventuell kann ich da auch direkt was draufpacken. Gotta be it. Oh. Michael? Two. I hope you're happy, you devil. Hey! Oh, that
girl. And after everything he's done for her. No. No, that's it. It's time we had a talk, Emma. Don't. Hey, wait a sec. Sorry, madrecita. Do you know where Michael is? Gone. Out there. Oh, perfect. What did you expect? He was a supporting lead. Then this, Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Talk to me, where'd he go? Get off me! Somewhere, I don't know. To get her to notice him again. Seriously, what is up with these gringos? Emma acts like she's the biggest fucking star. Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Okay, okay. Lo siento. All right. I gotta find him. Why'd you care? Emma needs her stupid hype man. He's not stupid. I've lost people. I'm not losing another. I wonder if he would... He took his keys to his place in the hills. I'll go right now. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. I'll bring him back. You'll see. We're not eventually leaving anyone like behind. You. Even your crazy gringos. That's a promise, madrecita. And I will pray for Michael. Gracias. Danke. Danke, dass du an mich glaubst. Vielleicht ist der coole alte Mann hier unten, der mit seiner Pumpgun. Doch, da ist er doch. Curtis. I thought I'd seen it all. You can live too long. Hier hat er sich hin verzogen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Scheinbar reicht eine Knarre aus, um durchzukommen. Warte mal, ich will jetzt mal das Flammenschwert sehen. Warte, noch besser. Ich will das Flammenkatana sehen. Was ist mein Katana? Ja, ist mein Katana. Boah. Sieht das geil aus. Komm her, Junge. Jetzt wird geschnippelt. Warst du das? Ich hab dir eine Frage gestellt. Hier war ich doch schon mal drin. Oh, andere Arrangements, was zum Lesen. Metall andere Arrangements an Robert Steele. Robert, tut mir leid, aber das wird so nicht funktionieren. Die Flugsverbotszone für Zivilflüge lässt sich auch mit Geld nicht umgehen. Egal wie viel. Aber ich konnte 3 Plätze auf einem militärischen Evakuierungsflug vom Lachs aus organisieren. Ich weiß, du wolltest nur einen Platz, aber du kannst sie nicht zurücklassen. Und ohne ihren persönlichen Assistenten wird sie auch nicht mitbekommen, das Ganze läuft heute und es wird nicht billig. Du brauchst $150.000 im Bar. Frag am Flughafen nach Kapitän Winterburn. Zeig das Geld niemand anderem, wir wollen doch nicht, dass du abgezogen wirst. Viel Glück, James. James Mulden, Talentagentur Downhill 2. Ach, die Nummer lesen wir mal nicht vor. Am Ende gibt die noch irgendwer von euch ein. Hier ist ja safe. Das wissen wir. Obwohl eigentlich nichts die Zombies davon abhält, einfach über das Teil drüber zu klettern. Hier interessiert es ja auch eigentlich einen feuchten Dreck, ob die sich die ein oder andere Schramme holen. Na, schon wieder so einer. Bei denen hilft das Flammenkatana richtig gut. Danke dafür.
Habt ihr hier irgendwas verteidigt? Ein Hackmesser. Mit ein bisschen viel Stärke. Ich würde gerne die Häuser hier eigentlich erstmal untersuchen. Tschüss! Da ist deine Bleibe, ne? Ich würde halt, wie gesagt, gerne einmal die Hütte hier noch absuchen. Die hinter mir. Aber ich glaube nicht, dass wir da sonderlich viel finden. Ich muss auch unbedingt mal ein bisschen mehr blocken. Zur Abwechslung. Ey Leute, hat einer Bock auf eine Runde Tennis? Soll ja ganz entspannt sein. Ach, hier geht's wieder zu dem alten Haus. Aber ich denke mal nicht, dass da irgendein Bauplan sein wird. Hallo Herr Coach. Nope. Nope. Ich hab den Coach fertig gemacht. Nein! Warum kommen hier so viele? So zieht man denen das durchs Gesicht. Habe ich den Schlüssel des Trainers eventuell irgendwo gebraucht? Kommt hier zumindest nichts in den Sinn. Ich sehe Fetti Bum Bum doch von hier. Okay. Situation analysieren. Da unten ist definitiv ein bisschen Öl. Oder sind das Wasserpfützen? Da sind ein Benzinkanister. Wenn ich den da hinlocke, könnte ich ihn eventuell damit hochjagen. Aber ich sollte mir eventuell wirklich erstmal einen Wasserkanister wieder mal holen. Damit ich erstmal die Elektrizität da nutzen kann. Ah, das wird lustig. Der kriegt wenigstens durchgehend Schaden. Das ist schön. So, jetzt bringt mir das Teil da auch nichts mehr. Jetzt kann das hier ran. Oh Gott, der hat Akku. Einer down, einer down. Ja, krieg's ab. Hat funktioniert. Wer von euch hatte die Schlüsselkarte? Warte, wie ist er überhaupt durchgekommen? Mistkerle. Es war so gut, dass die alle ineinander standen wegen diesen explosiven Heinis.
Die wurden von der Elektrizität sofort in die Luft gejagt. Es hat richtig doll Schaden gemacht. Das hat auch wieder gut funktioniert. Es wäre noch schöner gewesen, hätte ich das gegen die Malmer gerade eben einsetzen können. Unhöflich. Ich brauche meine Klauen. Ja, aus ungefähr solchen Gründen. Mach Krabum! Böse. Mein Inventar ist jetzt aber voll. Aber ich habe ein Zombie-Schwert. Zombie-Schwert. Wie sieht denn ein Zombie-Schwert aus? Sieht ganz nice aus. Oh, hi. Warum bist du jetzt schon wieder hier? Tschüss. Mann, immer kommen die. Weil ich einmal was Schönes im Leben finde. Guck mal, von Curtis Villa hätte man hier gekonnt. Gut. Gehen wir auf nach Beverly Hills. Warum bist du hier? Hi. How Beverly Hills is holding up. Ach, jetzt ist wieder hell. Ja, ich lasse es generell auf der Helligkeit, ist ganz angenehm so. Hallo. Megafon ist kaputt. See how
house is full of rich people. I gotta find Michael before he adopts another one. Tade. Oh, hier ist direkt eine Werkbank. Ich sehe noch keine Matschspielen. Aber ich höre sie. Ach, da unten ist jemand. Hallo, haben Sie zufällig Maike gesehen? Nur so rein zufällig? Das Geile ist, ich kann den eine kleben, aber sie mir nicht. Ist richtig lustig. Einer ist tot. Ich habe mich irgendwie selber unter Strom gesteckt. Ich plündere mal die Toiletten, wenn du nichts dagegen hast. Oh. Ich dachte mir gerade, oh, tolle Waffe. Und dann sehe ich, oh, Scheißwaffe. Hey du, wo bist du hin? War noch nicht fertig mit dir. Hat keinen Bock mehr gehabt. Bauplan? Nee. Das Wandern. Ich weiß nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, ne? Aber ich mache einfach mal eine Frauenstimme. Elijah, es tut mir so leid. Aber wir konnten nicht länger warten. Die Jungs und ich werden dem Canyon mindestens 15 Meilen folgen, bevor wir unser Lager aufschlagen. Das sollte fürs Erste reichen. Das Tor ist verschlossen. Aber du kannst über den Zaun klettern. Ich bete für dich. Von der Narcha klingt es auch halt mehr wie eine Frau. Da ist wieder so eine Giftgrütze. This is Michael's place. Schwarmgeher. Ich weiß nicht, was deine Besonderheit ist. Aber ich mach dich einfach mal kaputt. So, Schwarmgeher. Was ist ein Schwarmgeher? Der Schwarmgeher trägt in seinem Abdomen ein symbiotisches Insektennest mit sich herum, dessen Bewohner Opfer genauso angreifen und infizierte wie Zombie wird. Okay. So gesehen Parasitengegner. Bist du einer mit Granaten? Schutzanzug. Ich mach dich mal trotzdem kaputt. Das müsste das Richtige sein. Damit ist die Nachbarschaft da. Scheiße, jetzt hätte ich mir für den Läufer da aufheben müssen. So, hab einen von euch. Oh.
Ich weiß, dass ich irgendeine Karte bekommen habe, Leute. Aber am Leben bleiben gegen die fette Bertha ist erstmal wichtiger. Da wollte sie sich nochmal wegducken. Aber ich sagte nein. Okay, warte. Drücke L1 um eine Richtung. Um Angriffen auszuweichen. Gut getimte Ausweichmanöver führen den Ausdauer und betäuben Zombies. Was sie einfach nicht für einen verheerenden Konterangriff macht. Na gut, Ausweichen klingt besser als Verteidigen, aber dann habe ich ja keine Blockfähigkeit so gesehen. Ich habe immer noch nicht diesen scheiß Schreimer ausprobiert, ne? Wann mache ich das endlich mal? Indem ich halb tot bin. Hier soll eine Werkbank sein, da will ich zuerst hin. Komme ich da überhaupt rein? Ja, vom Prinzip her hält mich nichts auf, darüber zu klettern. So, dann mache ich aus dir ein Flammenschwert. Du kannst sogar zwei Vorteile haben. Angriffsgeschwindigkeit und dann noch Haltbarkeit und Kraft. Wenn du da lebend drin bist, ne? Ich war ein großer Fan! Deswegen habe ich dir meine Shurikens gezeigt. Ich habe gehört, du warst in irgendeinem Ninja-Film. Hallo, wer zu Hause? Ich verzweifle es aber trotzdem mal fragen. Michael, you there? This thing didn't kill itself. Left the trail. Wie beim Vorhinein töten. Smells good. Someone was here not long ago. Hollywood Careers Undressed by Michael. Oh, ein Flyer von ihm. Hustle, man, hustle. Wie bist du denn jetzt schon wieder da? Ach, du bist gar nicht gestorben. Dein Kumpel auch nicht? Nee, der war draufgegangen. Michael, you in there? Oh, merda, he could be bleeding out right now. Wo kommt ihr mal her? Vor allem nur wegen Aufmerksamkeit in den Tod zu rennen. Wie dämlich ist der? So, irgendwas noch zum Untersuchen. Such halt die Schlüssel gerade, ne? Da hinten kommt doch schon die nächste. Michaels Protégé. Mann, bist du hässlich. Ach stimmt, ja, ich habe ja jetzt das Ausweichen. Aus dem Weg. Michael, Safe-Schlüssel. Ich glaube nicht, dass ich hier drinnen fündig werde. Doch, vielleicht in seinem Safe. Ja, Messer des Trotzes.
Tschüss. Ich überlege gerade kurz. Welche von euch hat denn den niedrigsten Wert? Die Rohrzange hier. Ich habe nicht das abgelegt, was ich ablegen wollte. Warte besser. Ja, da kriege ich doch einiges an Zeug zurück. Das Jagdmesser wirkt auf mich wesentlich besser. Mentor of the Year. Wow. Jetzt mal im Ernst, wo sind denn die Kackschlüssel? This Jessie said she hung up the keys, but. Hallo Nachbar! Ach, das ist eine Frau. Hallo Nachbar! Habt ihr deine Schlüssel zurückgebracht? Meine dämlichen Eltern sind eingeschlafen und haben ihre Evakuierung verpasst. Ich muss also hierbleiben und mich um sie kümmern. Du bist wahrscheinlich schon längst mit Emma weg. Aber solltest du zurückkommen, dann schau mal rein und gib Bescheid, ob es dir gut geht, okay? Peace, Jessie. They're not here. Maybe in the struggle. Beim Nachbarn könnte es dann sein. Ist ja jetzt sonst nichts, wo jetzt hier sein könnte. Und ich schaue mich gerade wirklich schon gründlich um. Ach, hier. Ah, knocked off the hook. Okay, gotta open that door. I'm coming, Michael. Warte. Ich rechne mit was? Außerdem muss ich mal hier kurz gucken. So, was will der mir alles zeigen? Ist das nicht die ganze Zeit so orange aufleuchtet? Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Ich habe ein Standbild. Das Standbild war fies. No, Michael. He might still be okay. Maybe he went to Jessie's place. Okay. Ein Moment. Ich dachte halt, da würde eine Sequenz kommen, eventuell Michael hier. It's a saving your life tax, Mikey. Map of some movie lot. Not helpful. What is this from the 80s? No time for this shit. Whoa, good job, Michael. Ein Kochmesser. Ist bestimmt besser als ein oder andere Waffe von mir. He was packing, but got interrupted. Der kokelt noch ein bisschen. Oh, hey, Michael. This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come though. After, you know. Okay. Bye. So it's Jessie Kwan I'm looking for. So, wo finde ich denn eine Jessie Kwan? Jessie Kwan. She lives right next door. Gotta stay on his trail. Window it is. Eventuell wollte er dem Kind helfen. Das wäre heldenhaft, tatsächlich. So, die Dame machen wir mal auf. Warum wollen die ständig durch die Gitter? Tschüss.
Pool riecht ein bisschen was. Hier ist eine Batterie. Aber ich sehe keine Möglichkeit, sie zu verwerten. Ah doch, man hätte hier offenbar, ich sehe es halt nur durch in die Leitung, das Wasser aufdrehen können, dass im Pool was drin ist. Kann man den komplett füllen? Nö. So, offene Tür. Und das nehme ich mal mit. Oh, ich vielleicht. So, oben oder unten? Oben. Unten würde mich aber auch interessieren. Ich mache mir mal einen Wegpunkt dahin, gehe da aber danach hin. Guck mal, hätte auch außen rum gehen können. Okay, was lernen wir daraus? Nicht die Batterie aufheben, wenn sie gerade blitzi blitzi macht. Oh, hi! Die waren sie doch auch schon drin. 100 Pro. Nee, hier lebt tatsächlich jemand. Oh, sorry, Zombie. Party's over. Not a zombie, yo. Is it the pizza? Hey, do you have pizza? Bist du high? Find out. Yeah. Well, if I open this door, a whole load of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a bad thing. You got a gate, just close it. Oh, yeah, well, we're having this big party, right? And some of the guys, not me, were riding on a gate, and it broke. Now, there's a whole bunch of spares in the garage, but it's like full of riffraff. I can handle riffraff. Oh, killer. I'll hit the garage button. You bounce the party crashers and fix things up, and then, dude, Mikasa is your casa. Hey, Roxy, we got company. Two casa. Jeans. Oh. The fuck is my underwear? Found the party house. Okay. Hey, find another garage to hang out in. Da muss die Batterie rein, die ich gerade eben. Verdammt! Ich habe die Granate nicht getroffen. Guys ain't stop until I close that gate. Sonst noch wer? This'll do. Alter, ich hab dich doch vorher getroffen. Uns der Stunde nutzen. Böhm hat mit Feuerschaden gemacht. Perforator-Mod. Das hört sich doch lustig an.
Aber ich darf die Werkbank auch mal noch nicht nutzen. Ach, das Hintertor auch noch. Oh, du hast eine gute Party am Laufen. Es ist ein Wunder, dass ich den nicht erwischt hatte. Okay. Die da feiern immer noch Party. Doch gar nichts, Mann, die verbrennen so. Nur, dass mal so eine brennende Version von diesem Malmann kommt. Okay, die muss man schnell ausschalten. Die Insekten können nerven. Sicherung, Sicherung, Sicherung. Kann es sein, dass ich die Sicherung einmal komplett hier rübertragen muss? Nee. Muss noch eine zweite Sicherung irgendwo finden. Während die hart abfeiern. Wo ist eine zweite Sicherung? Ja, die sind halt jetzt schon wieder da. Muss erstmal die Sicherung finden. Abschiedsgeschenk. Adieu, mon porte de poulet. Das heißt, lebe wohl, mein Liebling, auf Französisch. Hat mir ein Kumpel beigebracht. Hat gesagt, wenn ich gehe, brauche ich einen guten Abschiedsspruch. Aber irgendwie sieht das jetzt dämlich aus. Ich will ehrlich zu dir sein. Ich reise morgen ab. Du bist das einzig Gute, was mir in diesem ganzen beschissenen Stadt passiert ist. Aber nur wegen dir kann ich nicht bleiben, so gern ich das auch möchte. Abschiede sind nicht meine Stärke. Daher hoffe ich, der Inhalt dieser Kiste spricht für sich. Miss Quan hat gesagt, sie passt gut darauf auf. Wenn ich meine letzte Runde zu dem Puls von Beverly Hills drehe und meine letzten Checks und Trinkgeld abzuholen, bevor ich L.A. für immer den Rücken kehre. Okay, Spoiler. Ist dieses schicke, antik aussehende Schwert, das ich von deinem arschigen Alkoholiker-Nachbarn befreit habe. Du weißt schon, der immer deine Party crasht. Die Namen von Idioten konnte ich mir noch nie merken. Naja, jedenfalls musste sein Pool gereinigt werden. Und da habe ich ihm den Arsch verpasst. Also den Arschloch-Spezialservice. Und voilà, du kriegst dein Schwert. Was soll ich sagen? Arschige Kunden werden arschig behandelt. Vergiss mich nicht allzu schnell. In Liebe, Obi. Okay. Habe ich irgendeinen neuen Gegner? Nee. Ja genau, springt mal alle da rein. Passt so schon. Aua. Ich muss doch irgendwo eine Sicherung rumfliegen. Da.
Okay, den Teil hätten wir geschafft. Für den Fall, dass da jetzt noch mal eine Sequenz kommt. Come on, guys. Hey, were you getting the pizza or were you fighting zombies in the yard? The zombies. Oh, right. Did you say pizza? Right. Nope. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh shit. We gotta get to the evac. Roxy? Nee, hab Glück, dass ihr da nicht hin seid. Hey, come on, babe. No time to sleep. We gotta evacuate. Hey, Jesse, pack your shit. We're going. The evac already happened. Oh, oh my fucking skull. Ey, dass ihr nur wegen Besaufen überlebt. Another alarm. Hey, at least we got supplies for a few months. Yo, you got food to share? Food? Listen, boomers. I'm looking for Michael Anders. What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-been. Baked bean. Imbeciles. Okay, okay. Jesse might know. Oh, she's not here. Huh. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear mother, if you must have sex at 3 in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. Hope she doesn't take after you two. Hey, she's smart. She's in med school. Hmm, she's real sneaky too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. I'm gonna find her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No. I need to get my head together. Hey, come on, she's gonna be okay. They're gonna find her. Come on, let's like... plan and shit. Yeah, play to our strengths. Thanks. Let's hear your big plan then. I'm just gonna check Jesse's note. Ihr habt so ein Schwein einfach. With some construction workers? Oh yeah. They were renovating one of the big houses up the hill, and the crew will hold up inside. You can't miss it. Was steht da jetzt drin? Wenn du wieder beim Bus sein bist und du dich zufällig fragst, wo ich bin den Hügel auf, um einem Freund zu helfen. Ich werde mal mit dem Typen auf der Baustelle sprechen und komme später wieder. Wie gesagt, ihr soll eine Hose anziehen. Ihr habt aber auch die Ruhe weg, ne? Oh, ich kann wieder ein paar Sachen einlagern. Aber dass ihr nur überlebt habt, weil ihr wegen eurer Besäufnis nicht bei dem Evakuierungsort war, der über der komplett in die Hose gegangen ist. Das ist doch ein schlechter Witz. Ja gut, ich will mir noch das Haus da unten angucken. Da ist eventuell noch irgendwas zu holen. Ja, wie brutal das immer aussieht. Hoffentlich brauchte ich die nicht. Ach, da liegt eh noch eine Batterie. Nein, jetzt können die auch noch sprinten, die Penner. Ah!
Dynamo? Schockgeher und jetzt Schockläufer. So, Halle nicht mehr wahr. Da oben sehe ich jemanden knuspern. Oh, da will eine Sicherung rein. Okay. Komm mal rauf. Kravumsal. Hi. Ja, rein. Hast du schon. Das geht schon irgendwann wieder aus. Treffer! Jetzt kommt ihr aus den Hecken raus. Ah, da will die Batterie hin. Ist das Feuer mittlerweile aus? Ja. Guck mal, eine geile Rohrzange. Ich habe ja Plätze. Diese Batterie hat eine letzte Bestimmung gefunden. Ja, Leute. Das da rein. Und da ist offen. Dropkick in your face! Mittlerweile kriege ich die grünen Waffen haufenweise. Die sind mittlerweile auch schon nicht mehr besonders. Oh, hi. Neugieriger Nachbar. Ah, da war das endlich mal, dass die auch durch das Ausweichen so ein bisschen benommen werden können. Endlich, nach 10.000 Jahren. Immer auf den Kopf zielen. Sonst noch wer? Die Batterie sollte ich wieder entfernen. Tja, man kann noch so sehr auf sowas übrigens vorbereitet sein, ne? Wenn man überrascht wird von denen,
Dann hat sich's ausgespielt. Oh, hätte ich eher gegen dich verwenden sollen. Ich glaube, die Blutungswaffe ist besser gegen dich. Oh nee, es ist wütend. Warte. K.O. Also, selbst mit diesen Leuten, die explodieren, komme ich wesentlich mehr klar. Oder die Schockwellen oder sonst was machen, als mit diesen scheiß Malmern. Die mag ich absolut nicht. Weil du die einfach nicht umnocken kannst. War da irgendwas? Hier ist Batterie und Benzinkanister. Als ob die blöde Kuh es nicht schafft, durch die Tür zu gehen. Ich will mich doch verkohlen. Da komme ich gleich zu, danach zu gucken, was da ist. Ich sehe, was ich gerne hätte mittlerweile. Molotow-Cocktails. Oder zumindest irgendwann ein bisschen was bei dem Wurf geschossen, das auch für den Kampf irgendwie nützlich ist. In der Hinsicht habe ich bisher nur die Shurikens. Tschüss. Wird mir auf der Karte eigentlich dieses eine mit dem Pool hier angezeigt? Ne, das ist eine Nebenquest, die ich auswählen muss. Wo wäre die denn eigentlich? Ach, hier vorne. Oder. Nee, der zeigt mir nur die Hauptquest an. Wo ist denn das rote Ding? Kann man doch nicht merken, wer wem welches Haus gehört. Wo ist von Beverly Hills? Also bei irgendeinem der Pools halt. Aber kein genauer Hinweis bei welchem. Der hier scheint es ja nicht zu sein.
Improvisierter Hammer. Ist hier sonst noch irgendwas? Müssen wir noch gucken. Wo war, wo ist denn überall im Pool? Da ist noch ein Pool. Da ist ein Pool natürlich. Die haben einen Pool. Ja, halt wegen dieser einen Quest da. Die haben, glaube ich, keinen Pool. Na gut, ne? Ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt so langsam für heute Schluss. Ich wollte ja jetzt nicht mehr drei Stunden Streams machen, sondern 2 Stunden. Damit die auch ein bisschen kompakter sind. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde bei YouTube zuerst sagen, dass ich hier an der Stelle Ciao sag. Twitch ist natürlich übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, YouTube. Also nochmal Ciao.